Ja, mein neues Video, das startet hier heute an der Grundstücksgrenze. Hier ist unser Zaun vom Grundstück, ja. Und denn das Gras, das hier wächst, hier auf dieser Wiese, auf dieser riesengroßen Wiese, das wird immer vom Hasenzüchter abgemäht. Da Freund von mir, mit ihm war ich zusammen sogar in der Schule, ja. Ja, und der mäht es jedes Jahr hier und macht es dann zu Heu, ja, und füttert damit seine Hasen. Seine Stallhasen, seine Kaninchen. Er hat auch schon viele Preise gewonnen mit seiner Zucht. Und ab und zu bringt er mir mal einen Hase vorbei. Und ich habe natürlich heute einen da. Und den mache ich heute lecker mit einer Rahmsoße im Dutch-Ofen. Hallo bei Holgers Grillen. Ja, und hier an meinem Grillplatz stelle ich euch jetzt am besten mal alles aus der Nähe vor. Das sind die beiden Piraten, die den Hase klauen wollen. Ja, die sind schon ganz neugierig, was ich da oben heute auf dem Grill habe. Und ja, gehen wir einfach einmal näher her und ich zeige euch alles. So, da haben wir erst einmal Piraten Nummer 1, jawohl. Und hier haben wir Piraten Nummer 2. So, jawohl. Und dann geht es hier weiter mit meinem Besteck, das ich heute hier brauche. Messer, Löffel, 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 Gabel, Kochlöffel. Hier habe ich auch Fleischbrühe, schön gekocht. Ja. Dann habe ich hier Schlagsahne, Sahne, Frischwasser. Das hier sind Hanfkörner, Hanfsamen. Die werde ich dann ein bisschen anstoßen, ja, bevor ich sie mit in die Soße tue. Also ist sehr, sehr, sehr gesund. Ja. Könnt ihr mal googeln, Hanf. Hanfsamen, sehr, sehr, sehr gesund. Dann habe ich hier ja, Karotten, Ingwer, Kurkuma, Sellerie und Lauch. Dann habe ich hier zweierlei Zwiebeln. Natürlich den Hase, die Vorderläufe, die Brust, die Rippen, die Hinterläufe. Ja. Denn wenn wir jetzt dann gleich noch ein bisschen würzen. Na, alles umgefallen hier. So. Und zwar mit meinem Viking Rub werde ich das ein bisschen rubben, ein bisschen würzen. Später für die Soße kommt dann noch ein wenig mein Holgers Grillen Barbecue Rub 2.0 mit rein. Dann habe ich hier ein wenig Butter zum Anbraten. Ich habe hier Petersilie. Dann habe ich hier Knoblauch, Tomatenmark und ein bisschen Mehl. Ja, mein Dutch Ofen habe ich hier. Da, jawohl. Und natürlich die Briketts. Die brauchen noch so, ja, 15 Minuten und in der Zeit werde ich jetzt den Hase würzen, das Kaninchen, ja. Ja, das Würzen, das geht immer ganz praktisch und einfach mit meinem Streuer, mit meinen Gewürzdosen, ja, da kann man da oben grob, fein und dann ganz offen einstellen, ja. So lässt sich das echt schön, bequem würzen. Tut mal ein bisschen draufstreuen und dann ins Fleisch ein bisschen einreiben. Ja, das mache ich natürlich von beiden Seiten und auf allen Stücken. Ja, meine Gewürze, ihr wisst ja, die verlinke ich mit unten drunter. Und da kann man dann ganz bequem, wenn man möchte, online bestellen. So, das Kaninchen schön gewürzt von beiden Seiten. Und wenn dann gleich die Briketts soweit sind, dann geht es hier los auf den Grill. Ja, das mit die Kohlekörbe habe ich ja, glaube ich, schon mal erklärt. Umso weiter außen die sind, umso kühler ist es natürlich unter dem Topf. Umso weiter drinnen die sind, umso heißer ist es um den Topf. Und für meinen Dutch-Ofen habe ich ja hier so einen Einsatz im Gitterrost. Den kann man rausnehmen und dann sitzt der Dutch-Ofen da drin natürlich perfekt und hat einen schönen festen Sitz, ja. Die Briketts habe ich in die Kohlekörbe verteilt. Jetzt stelle ich meinen Dutch-Ofen darauf und den heizen wir jetzt gleich einmal kräftig auf und tun die Butter mit rein. So. Ja, als ich mir jetzt gerade ein neues frisches Bier im Kühlschrank im Keller geholt habe, habe ich gemerkt, ups, die Grillzange fehlt. Aber jetzt habe ich sie da, gell? Ja,
Ja, natürlich braten wir die Stücke auch auf beiden Seiten richtig kräftig an, ja. Ja, der hat richtig schön eingepasst, der Hase, mein Kaninchen. Wie ausgemessen, ne? Den schaut gut aus. Bloß nicht schön brutzeln, das wird vielleicht auch ja, 10, 12 Minuten dauern. Auf beiden Seiten, ja. Ja, so langsam kriegt mein Kaninchen eine schöne Farbe. Oh, schau da mal. Jawohl. Immer schön wenden, schön anbraten. Na, geh her, Freundla. Ja, schön schaut aus, schön goldbraun, gell? Hervorragend. Ja, und wenn dann alles schön angebraten ist, kommt alles wieder raus. Nimm mal auf mein Brettle. Und gleich hinterher kommen die Zwiebeln rein. Hase raus, Zwiebeln rein. Auch Tomatenmark kommt gleich zu den Zwiebeln dazu. Und wird mit angebraten. Das Ganze schön umrühren. Kriegt es auch gleich eine schöne Farbe. Ja, der Hase, die Zwiebeln und das Tomatenmark. Sehr schön schaut's aus. Dann das Gemüse, ja, die Karotten, Ingwer, Lauch, Sellerie und Kurkuma. Auch schön kurz mit anbraten. Ja, in der Zeit kann man dann ganz gemütlich die Hanfsamen mit dem Mörser ein wenig klein aufstoßen, ein wenig stoßen, ja. Und natürlich beim Anbraten auch nicht das Kühlen von innen vergessen. Prost! Als nächstes kommt jetzt Mehl dazu. Ja, das sind ca. 2 Esslöffel. Aber in meinem Rezept, wisst ihr ja, steht unten drunter alles drin, was hier heute in den Topf kommt. So, das Mehl auch schön mit runter gemischt. Dann ein bisschen vor die Fleischbrühe. Ja, weil sonst setzt sich das Mehl unten am Topf fest. Ja. Und das Mehl tue ich deshalb rein, weil ich ja das ein bisschen als Bindemittel verwende. Soll ja eine schöne cremige Rahmsoße am Schluss werden. So. Kommt jetzt noch der Knoblauch dazu. Und die Hanfsamen. Alles miteinander schön verbinden. Schön rühren, immer schön rühren. So, und noch einmal kurz anbraten. Ja, und so schaut es dann aus der Nähe aus, ja. Sehr schön. Dann nehme ich die restliche Fleischbrühe. Leg den Hase wieder zurück ins Töpfchen. Alles schön rein. So, Frischwasser bei Dutch Ofengerichte immer nebendran stellen, gell? Wird immer wieder gebraucht. So, füllen wir ihn auf. Dass alles schön leicht bedeckt ist. Ja, und wenn dann so ziemlich alles im Topf ist, ein paar Sachen fehlen ja noch, dann macht man den Deckel drauf
Und dann lassen wir das jetzt erst einmal so eine Stunde köcheln und dann schaue ich mal nach. Ja, schauen wir mal nach einer guten Stunde. Oh. Jawohl. Oh, das schaut gut aus, gell? Ich zeige euch das am besten einmal aus der Nähe. Dann seht ihr das besser. So, gehen wir mal hin, gell? Zu meinem Kaninchen. Wow. Selbst die Soße. Ja, die Soße ist auch schon ein bisschen. Mal, da kommt ja später noch Schlagsahne dazu, ja? Also die wird schon noch schön rahmig und cremig. Ja, sehr gut. Ja, jetzt werde ich das Ganze auch ein würzen. Ja, das ganze Sößchen, das wird jetzt schön gewürzt mit meinem Barbecue Rub 2.0. Ja. So. Dann rühre ich das einmal kurz um. Dann fülle ich hier jetzt noch ein kleines bisschen Frischwasser nach. So. Dann machen wir den Deckel wieder drauf. Wir lassen das Ganze noch eine halbe Stunde köcheln und dann probiere ich einmal die Soße aus, ob die schon passt oder ob ich noch ein bisschen nachwürzen muss. Nach ziemlich genau 1,5 Stunden Grillzeit insgesamt kommen wir jetzt einmal zur Probe. Zwischenprobe. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, das gefällt mir. Denn jetzt, Moment, die Kohlekörbe ziehe ich jetzt einmal auseinander. Denn jetzt, ja, die Kohlekörbe auseinander. Denn jetzt kommt die Schlagsahne ins Spiel. So. Jetzt kommt die Sahne ins Spiel und dann lassen wir das Ganze dann noch so circa eine halbe Stunde. Ja, jetzt kriegt es eine schöne Rahmsoßenfarbe. Rahmsoßenfarbe, genau. Ja. Genau. Jetzt lassen wir das noch eine halbe Stunde so leicht köcheln. Ich mache da den Deckel noch dazu drauf. Und dann wird final abgeschmeckt und natürlich auch das Kaninchen ausprobiert. Ja, es blubbert und quackert. Jawohl. Ich mal ein Stückchen rausfischen, gell? Zuerst natürlich mal ein Stück Karotte. Die ist, ja, muss man aufpassen, dass sie nicht vor der Gabel fällt. Die ist butterweich. Ach, wie ich das lieb. So. Mal schöner, guter Rahmsoße. Bombastisch lecker. Und jetzt noch ein schönes Stück Fleisch. Ja, ich nehme da einen Hinterlauf. So. Kurkuma. Ich habe zwar ein Messer da, aber ich glaube, mal auf. Ja, der fällt natürlich auseinander. Bulthase.
mega zartes Fleisch hat natürlich ein Hase erkannt hier. Mhm. Dann haben wir Soße dazu. Mhm. Oh, da kostet dich Neiling, die ist so lecker. Hase. Guck da mal, was das für zartes Fleisch ist. Ja. 2 Stunden war er im Topf. Rezept steht natürlich unten drunter. Ja, und das heißt jetzt meine Schlussworte. Ich muss mich von euch verabschieden. Würde mir wünschen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Könnt da gerne einen Daumen da lassen, wenn ihr wollt. Und dann sagt jetzt Holger tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Ciao. Ja, für euch noch einmal schnell aus der Nähe. Schaut einmal. Oh, oh, ein schöner gesunder Rahmsauce und eine leckere Macherer Hose. Was will man mehr? Dazu gibt's noch bei uns fränkische Blüß und ein Blaugrat. Jawohl, sauber. Nein, die Petersilie habe ich nicht vergessen. Die ist natürlich ein wenig Deko. Ja, macht noch ein wenig Geschmack. Und sieht schön aus, wenn noch ein wenig grünes Zeug oben drauf liegt, gell? Na, sieht gleich viel besser aus. Hervorragend.